Hallo Freunde, ich hoffe, ihr seid alle gut durch die Weihnachtszeit gekommen, seid gesund und munter und ich begrüße euch herzlich zu einer der letzten Sendungen in diesem Jahr von Schall und Laut, aber keine Sorge, nächstes Jahr geht's natürlich weiter. Quick-Check-Time. Wir haben uns alle nochmal so zum Jahresende ein paar Sachen rausgesucht, die wir euch nahelegen wollen. Bei mir sind nur zwei Re-Releases, ein etwas älteres Album und ein gar nicht mal so lange auf dem Markt befindliches. Beginnen möchte ich mit diesem mehr oder weniger schicken Teil. Blind Guardian Imaginations from the Other Side in der Version zum 25-jährigen Jubiläum dieses sehr guten Blind Guardian Albums, eins der letzten richtig guten. Ich muss sagen, mit Blind Guardian habe ich so ein Ding, das ist ja ähnlich wie bei Metallica, wie so eine alte Liebe. Man guckt immer mal, was machen sie denn eigentlich? Nur um festzustellen, mit den neuen Sachen kann man nicht mehr so hundertprozentig viel anfangen. Das ist bei Blind Guardian ist es halt so. Ich kaufe mir irgendwie immer die neuen CDs, höre sie mir ein, zwei Mal an und stelle dann irgendwie fest, ja, ich brauche so nur die Klassiker. Und tatsächlich war die Imaginations from the Other Side eins der letzten wirklich richtig großen, guten Blind Guardian Alben. Und deshalb habe ich mir hier auch diese Deluxe Edition gegönnt, die wir hier uns mal ein bisschen angucken können. Viel zu lesen, ein paar alte Fotos, aber letztendlich eher viele, viele Bilder und Texte. Was befindet sich nun in diesem limitierten Mediabook? Es wäre einmal die CD1 mit dem Live in Oberhausen-Ding, die das Imagination from the Other Side Album als Live-Aufnahme zum Jubiläum beinhaltet. Und meiner Meinung nach kommt das ziemlich gut rüber. Haben die gut hingekriegt. Blind Guardian sind ja live in letzter Zeit nicht immer hundertprozentig überzeugend gewesen. Hier bei dieser Aufnahme aus Oberhausen sind sie ziemlich cool. Auf CD2 ist das remixte und remasterte Album aus dem Jahr 2012. Kennt man vielleicht Jordan Halten? Und auf CD3 sind die Instrumental- und Demo-Versionen. Und da muss man sagen, da hört man schon eine Menge Feinheiten, gerade bei den Instrumental-Versionen, die später ein bisschen untergegangen sind, die Hansi vielleicht auch in Grund und Boden singt. Ist sehr interessant mal zu hören, jetzt vielleicht nicht zwingend notwendig irgendwie. Aber wer sich für Blind Guardian interessiert und wer ein bisschen tiefer eintauchen möchte, der kann viel Spaß damit haben. Und dabei auch so ein bisschen ja mitkriegen, wie sich die Songs verändert haben bis zur fertigen LP-Version, CD-Version, die dann damals rauskam, vor 25 Jahren. Abgerundet wird das Ganze durch eine Blu-ray, eben auch das Live-in-Oberhausen-Konzert. Und das macht ziemlich viel Spaß, sich anzugucken. Klar, Blind Guardian haben nicht wirklich viele Schauwerte, aber das Publikum geht geil ab. Und das sind halt die richtig guten Songs noch, wo man mitsingen konnte, wo die Stimmung noch viel, viel besser war. Viel, viel besser als bei dem verkopften Blödsinn, den Blind Guardian heutzutage machen. Ich würde mir wünschen, dass sie mal wieder so eine Sache machen, die richtig voll in die Fresse geht. So ein bisschen sich mal wieder in ihrer Frühphase orientieren. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die Jungs einfach zeigen müssen, was für großartige Musiker sie sind. Und sich zumindest an meinem Geschmack, meiner Meinung nach, aber auch am Geschmack vieler Fans vorbei entwickelt haben. Aber das ist eine Diskussion, die muss man hier jetzt gar nicht führen. Es bleibt zu sagen, dass diese Deluxe Edition von Imaginations from the Other Side für Blind Guardian Fans essentiell sein kann. Schön aufgemacht, kann man sich selber zu Weihnachten schenken. Wird bestimmt auch mal Sammlerwert haben. Ist jetzt auch gar nicht so super teuer gewesen. Sollte man sich vielleicht einfach ja in die Sammlung stellen, lohnt sich. Wir machen einfach weiter. Cytotoxin. Death Metal, ja, aus Ostdeutschland. Und ich muss mal sagen, Marius, vielen Dank für den Tipp, denn ein Kindergartenvater in der Kita, wo ich arbeite, hat mich tatsächlich auf die Band gebracht. Ich kannte sie vorher gar nicht, sie sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Vier Alben gibt es bisher. Die Band hat begonnen, ja, mit Grindcore-ähnlichem Death Metal, mit den typischen Pick-Screels dabei, viel Gehämmere, viel Getrümmere. Hat sich aber im Laufe der Zeit dann zu einer echt geilen, reinrassigen, ultra-brutalen und technischen Death-Metal-Band, die mich so ein bisschen an Suffocation erinnert, entwickelt. Und hat jetzt hier tatsächlich auf der Nucleus
so, ja, meiner Meinung nach ihr bestes Album geschaffen, denn das ist richtig brutaler, geil gespielter, anspruchsvoller Death Metal. Die Pickscreens und die Grindcore-Elemente sind verschwunden. Das ist purer, brutalo Death Metal der amerikanischen Schiene. Wie gesagt, wer sowas wie Suffocation mag, der wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Das Ganze ist dazu noch immer konzeptionell mit der Tschernobyl-Geschichte verhaftet, die sie ja schon immer behandeln. Und ich muss sagen, das ist erstmal interessant, das fährt doch gar nicht so unoriginelles Thema. Passt wie Faust aufs Auge zum Thrash Metal. Und dieses Ding ist einfach nur geil. Das ganze Album ist richtig gut und ist ein Death Metal Highlight des letzten Jahres. Richtig brutal, richtig in die Fresse, technisch super gut gespielt. Macht einfach richtig gute Laune und wie gesagt, wer so Bock auf diesen etwas komplizierteren Ami-Death Metal hat, der sollte Cytotoxin mal eine Chance geben und die Jungs auschecken. Geheimtipp für mich, weil wie gesagt, sind an mir vorbeigegangen. Deshalb nochmal danke, lieber Marius. Ich mag die Band und besitze inzwischen alle 4 CDs und 2 Shirts von ihnen. Ah, gebt ihnen eine Chance. Lasst euch schön das Gehirn weich prügeln. Ich finde, dass das Jahr 2020 eine ganze Menge sehr gute Death-Metal-Sachen gebracht hat. Der Black-Metal war so ein bisschen langweiliger, meiner Meinung nach. Ich persönlich höre sowieso lieber Death-Metal, obwohl ich auch Black-Metal sehr schätze. Aber ja, da fehlt mir so die Highlights. Und eins der Highlights aber in Sachen Death-Metal ist jetzt auch auf die letzten Tage rausgekommen. Und zwar, ihr seht es an meinem Shirt, die neue Slaughter Day. Slaughter Days Album Ancient Death Triumph ist ja oldschool as fuck, wie man so schön sagt. Natürlich ist immer noch der große Autopsy-Einfluss bei der Musik der beiden Jungs. Das Ganze wirkt aber noch ein bisschen kontrollierter, zivilisierter, weniger roh als auf den alten Veröffentlichungen, ist aber dennoch, wie gesagt, purer Oldschool Death Metal für alte Leute wie mich und vielleicht dich da draußen, die halt irgendwie so auf diesen rohen, geradlinigen, vielleicht ein bisschen stumpfen Death Metal stehen, der ja einfach so zurückführt zu den Roots, zu dem, wie sage ich's, ja, zu dem, was Death Metal eigentlich ausmacht. Technisches Können, aber nicht um zu zeigen, was ich spielen kann, sondern einfach so wie es Asphyx machen, auf deren neues Album ich mich auch tierisch freue. Alles, was ich bisher davon gehört habe, klingt nämlich sehr gut. Aber dazu kommen wir dann im Januar. Da werdet ihr nämlich an dieser Stelle auf jeden Fall meine Meinung zur neuen Asphyx hören. Ja, das ist halt eher so für Leute, die Autopsy mögen, die mich mit Sinister anfreunden können und die es halt irgendwie völlig unkompliziert und geradlinig mögen. Ich kann gar nicht sagen, welches dieser Songs hier der beste ist, denn Slaughter Days Album ist wie aus einem Guss. Es ist eine Death-Metal-Reise, die dich mitnimmt, die dir die pure Essenz dieser Musik ins Gesicht knallt und dir einfach sagt, so, genau so muss man Death-Metal spielen. Hört einfach rein, denn das ist die wahre Death-Metal-Lehre. So, jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Review für heute Abend. Ein Re-Release, wie ich es schon angekündigt habe. Eine Gesamtbox. Und zwar von einer Band, die meiner Meinung nach eine der besten ist, die Metal-Szene jemals hatte. Der Bandkopf und das alleinige Bandmitglied dieser Band ist vielleicht ein bisschen speziell. Ich hätte mal das Glück, das Pech, die Ehre, kann man sehen, wenn man will, ihn zu interviewen und ist nicht der einfachste Zeitgenosse, aber auf jeden Fall eine schillernde Persönlichkeit, die einfach grandiose Musik macht. Die Rede ist hier von Falkenbach. Und Falkenbach haben The Nine Worlds of Falkenbach Manifestations von 1995 bis 2013 veröffentlicht. Also ihr Gesamtwerk in einer schicken CD-Collection. Stellt sich natürlich als erstes die Frage für Leute wie mich und dich, die schon alles von Falkenbach haben, muss man das nochmal kaufen? Ja, war eine Überlegung wert. Ich habe auch lange drüber nachgedacht und das Ding dann relativ günstig geschossen und auch dank Rocker-Prozentgutschein sogar wirklich günstig und auch noch ganz viel
Kohle dafür gekriegt, dass ich meine alten Falkenbach-Veröffentlichungen dann vertickt habe, weil man muss nicht alles doppelt und dreifach im Schrank haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Hab mir dann das Boxset gekauft. Wo ist der Vorteil gegenüber den Einzelveröffentlichungen, die man ja auch noch kriegt? Das wäre als erstes einmal diese CD, die nämlich das Promotape von 95 und diverse Demo-Songs enthält. Das Ganze ist hier, wie alle anderen CDs auch, im schönen Hardcover-Book, Doppel-CD mit ein paar schicken Bildern drin und ein paar Texten. Leider muss ich sagen, dass man nicht alle der genialen Illustrationen, die die Einzelveröffentlichung hatten, hier in die Box gerettet hat. Dafür ist es allerdings sehr stimmig, weil, ich mach's mal raus, stabiler Pappschuber, hört ihr? Und das Ganze tatsächlich alles in, meiner Meinung nach, schönen, schicken Mediabooks, die ein einheitliches Design aufweisen. Wie gesagt, leider die Vielzahl der schönen Illustrationen missen lassen, die bei den Einzelveröffentlichungen noch dabei waren. Und das Cover-Artwork natürlich auch kleiner gemacht haben. Also man hat das große goldene Logo, hat das Cover-Artwork ein bisschen beschränkt hier drauf und hat halt, wie gesagt, sich darum bemüht, das Ganze in eine Linie zu bringen. Also wer Wert auf umfangreiches Artwork legt, wird vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber dafür sieht es halt alles sehr schick, sehr stimmig aus und gefällt mir persönlich ehrlich gesagt super gut. Also ich bereue es nicht mal, meine Einzel-CDs verkauft zu haben. Was spricht noch dafür? Es spricht noch dafür, dass man nicht nur die gesamte Diskografie für einen meiner Meinung nach fairen Preis und ganz nett aufgemacht bekommt, wobei ich noch ein dickes Booklet mit allen Illustrationen geil gefunden hätte. Aber man bekommt neben den ganzen Demostücken, den Probenstücken, die man bisher nicht bekommen hat, einen unveröffentlichten Song. Und wer damals die limitierten Editions verpasst hat, bekommt hier zusätzlich sämtliche Bonustracks, die es gab. Das heißt also, hier kriegt man so fast alles, was Falkenbach hier gemacht haben. Ich glaube, der gute Falkenbachmann hat ja mal ein paar Demos gemacht, die er nur so im Bekanntenkreis verschenkt hat, die wahrscheinlich dann auf eine Handvoll limitiert waren oder so. Gut, kommt man als Normalsterblicher nicht zwingend ran. Braucht man vielleicht auch nicht unbedingt, denn hier ist alles drin, was man braucht. Falkenbach machen unglaublich wundervollen Viking-Metal mit Black-Metal-Einflüssen, sind dabei so ein bisschen die Blaupause, haben natürlich schon ein bisschen Bathory dabei, sind aber trotzdem für mich eine der einflussreichsten Bands des Genres, kommen trotz aller Hymnenhaftigkeit, trotz aller bombastischer, triumphaler Kraft, die sie haben, nicht kitschig rüber, sondern sind einfach für mich das, wie ich mir richtig guten Viking-Metal vorstelle. Und das ist halt nicht nur für Wochenendwikinger, die über den Mittelaltermarkt irgendwie mit dem Meton in der Hand durch die Gegend stolpern, sondern das hat auch Niveau, das hat Atmosphäre, das hat Hand und Fuß sozusagen. Und kann natürlich auch denen gefallen, die einfach nur feiern wollen, zu wow hören, aber es ist sehr, sehr intensiv. Es ist sehr, sehr ja, authentisch, hat sehr, sehr Feeling. Es ist so, ja, einfach vielleicht die beste Viking-Metal-Band, die es jemals gab. Und ich kann euch nur sagen, gebt das Geld für diese wundervoll gestaltete Box aus. Es ist schöne Schlichtheit, wunderbare Musik. Es gibt keinen einzigen schlechten Song, kein einziges schlechtes Album. Falkenbach sind einfach Götter. Und wenn ich beim Rock hat, würde ich jetzt sagen, 10 von 10 Punkten. eigentlich mehr als 10, weil das hier ist perfekt, perfekt vertonter Viking-Metal, perfekt vertonte Atmosphäre, unglaublich wunderschöne und intensive Musik, der man sich nicht entziehen kann, mal harsch brutale Black-Metal-Elemente, dann wieder träumerisch ruhige Passagen, dann immer dieses Hooray-Feeling, wo man Nordmänner mit ihren Schwertern zu ihrem Booten ziehen sieht, wo man sich vorstellt, wie es in so einem Dorf war, wo man drin gesessen hat am Feuer und den Ältesten bei den Geschichten zugehört hat. Es ist einfach vertonte Atmosphäre, einfach nur ein wundervolles Stück Musik und für mich der Re-Release des Jahres vielleicht. Ich habe ihn etwas zu spät bekommen für meine Top 5.
Ja, was soll ich sagen? Kaufen, kaufen, kaufen. Wer diese CD nicht hat, diese CD-Box nicht hat, macht einen absoluten Fehler. Denn hier ist wirklich das Beste in Sachen Viking Metal gebündelt. Gibt es auch als wunderschöne LP-Box. Kostet natürlich dann auch noch ein bisschen mehr. Wer auf LP steht, ich persönlich bin ja kein Vinyl-Fan, sondern finde halt diese CD-Box geil. Für mich eine perfekte Veröffentlichung. Wie gesagt, nur ein Booklet mit vielleicht den ganzen Bildern aus den Einzelveröffentlichungen wäre noch schön gewesen, denn da waren richtig schöne Bilder dabei. Aber man kann nicht alles haben. Ja, was bleibt mir zu sagen? Kommt gut ins neue Jahr, bleibt bloß gesund. Wir werden uns an dieser Stelle 2021 wieder hören, hoffentlich dann mal wieder mit Konzerten ein bisschen mehr leben. Aber egal, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Tschüss und nicht vergessen, ab the Irons. Moin. Heute das letzte Video des Jahres. Ich persönlich hatte eigentlich damit gerechnet, dass unser Video über die 5 besten Alben des Jahres das letzte war. So Sven mich gebeten, Mensch, kannst du nicht nochmal eins machen? Da habe ich mir gedacht, oh, klar, kriege ich hin. Und ich kann damit gleich noch eine Sache abarbeiten, die mir schon seit dem Video, das wir über Metal-Alben für den Sport, also seitdem wir das gemacht haben, so ein bisschen unter den Nägeln brannte. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich dabei eins vergessen habe oder nicht mit reingenommen habe, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, wieso ich das eigentlich nicht mit drin hatte, weil es tatsächlich eins von den Alben ist, die ich mit am häufigsten tatsächlich dabei höre. Und wieso ich da nicht dran gedacht habe, keine Ahnung. Aber jetzt ist eine gute Gelegenheit, da nochmal so einen kleinen Nachbrenner reinzuschieben und euch dieses Album hier zu zeigen. Die Black Door Miracle von Ragnarok. Zu Ragnarok, komme aus Norwegen, gibt es seit 1994 inzwischen 9 Alben gemacht. Das hier, Nummer 5. Aus dem Jahre 2004, ist also schon etwas älter. Und warum für den Sport? Nun, es ist ähnlich wie die meisten norwegischen Black Metal Alben, kalt, roh, eine gewisse Aggressivität, hasserfüllt so ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so ein bestialisches Geknüppel, wie zum Beispiel ist bei Svartian, Misanthropic Path of Madness, oder bei, oh, jetzt natürlich Schweden, bei Marduk, bei der Panzerdivision Marduk ist, sondern es ist mehr diese Geschwindigkeit. Es ist diese treibende Kraft, die in diesem Album ist. Also irgendwie, das ist so richtig, man merkt wirklich, wie ein, ja, Motivation, es einem Motivation bringt. Was zum einen daran liegt, dass es, wie gesagt, relativ schnell ist oder ein gutes Tempo hat, sagen wir es mal so, ein passendes Tempo hat. Gleichzeitig aber unglaublich viel Wucht hat. Also gerade für Übungen, die auf Ausdauer ausgelegt sind oder die auf viele Wiederholungen ausgelegt sind, ein sehr, sehr gutes Album zum Laufen gehen, für Cardio. Übung, generell Ausdauerübung, wirklich sehr, sehr gut geeignet. Von der Aufmachung, Frontseite, sagt schon ein bisschen älter, Titel, der Lieder mit Text, ja, ist immer gut, wenn der Text mit dabei ist, plus Bilder der Besetzung. Ja, und hier sieht man auch, hey, So sehen Black Metal aus. Ja? Da wird sich noch Mühe geben. Corpse Paint, Blut, ob von Kunstblut oder echtes Blut ist, völlig wurscht. Hauptsache bluttriefend. Ja? Leder, Klamotten, Nieten. Ja, das ist ein ganz fürchterlicher Trend meines Erachtens nach seit einigen Jahren. Dieses, ich ziehe mir irgendwie eine Skinny Jeans an und so eine Kunstlederjacke und dann stelle ich mich auf die Bühne und das muss reichen, weil ich bin ja so Avantgarde. Nein, nein, so sieht Black Metal aus. So siehst du auf. Musst du aussehen, spätestens wenn du auf der Bühne stehst. Ja, so muss das aussehen. Gerade wenn du so ein Album machst. Wo wir gerade dabei waren, den her hier,
den Herrn hier, den kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist der Herr Horst von Tocke. Was macht denn der in der Band? Ja. Ragnarok haben in ihrer über 25-jährigen Bandgeschichte hatten zwei der meines Erachtens nach besten norwegischen Black-Metal-Sänger überhaupt, nämlich, wie gesagt, einmal Torke von Horst und, ja, den hat man ja gerade, Hans Fiste von Svartian. Ja, der Sänger von Svartian, der war eine Zeit lang bei Ragnarok als Sänger. Wer ich mal anhören möchte, wie das war mit dem Herrn, der muss sich die Collector of Kings mal anhören. Da war er zum Beispiel Sänger. Aber dies hier, wie gesagt, mit Horst. Und das ist auch eine wirklich für das Album absolut perfekte, passende Stimme. Ein bisschen höher der Gesang, kraftvoll, ein bisschen krächzen, ein bisschen kreischender, nicht so ein brutales Geballer wie bei Svartian. Aber wie gesagt, für das Album genau das Richtige. Passt da wunderbar rein. Also, große Empfehlung, wenn ihr Sport machen wollt. Und ja, auch momentan ist Sport machen möglich. Ich schaffe das auch jeden Tag. Dieses Album, absolut großartig dafür. Ja. Spätestens ab dem Titellied Black Door Miracle, da geht's richtig los. Und Journey from Life, das letzte Lied auf dem Album, meines Erachtens nach eins der, generell nicht nur von Sport, besten Black Metal Lieder, die je gemacht wurden. Absolut großartig. Gut, wo wir gerade bei Sport sind. Ich habe ja auch ein paar Death Metal Alben da gezeigt. Und der eine oder andere wird sich vielleicht gedacht haben, ja, jetzt hat er viele Sachen, die ein bisschen Wumms haben, die aggressiv sind, die brutal sind. Warum hat er eigentlich Amon Amarth und Cannibal Corpse nicht mit dabei? Ich meine, einerseits Geschichten über Wikinger und Schlachten und hast du nicht gesehen. Das ist doch treibend, gerade für Kraftsport. Und Cannibal Corpse, ey, brutale Texte, wildes Geballer, Geknüppel. Ja, beides sehr gute Gruppen für einen Sport, definitiv. Das Problem ist, ich wollte ja Alben zeigen. Und beide Gruppen haben ein kleines Problem. Sie haben kein Album, das durchgängig wirklich für einen Sport geeignet ist, meines Erachtens nach. Also man kann es schon hören, aber es gibt eher einzelne Lieder bei ihnen, die wirklich gut dafür geeignet sind. Das liegt bei Amon Amarth zum einen daran, dass sie einen gewissen, ja, melodischen Einschlag haben. Nicht nur, weil es jetzt Schweden sind, wo es immer ein bisschen melodischer in Death Metal zugeht, sondern ja, gerade jetzt die letzten Alben doch deutlich mehr diesen melodischen, epochalen Einschlag hatten. Und es doch eher einzelne Lieder sind, die wirklich gut geeignet sind. Die gibt es definitiv. Da fällt mir sofort ein, Destroyer of the Universe, Wrath of the Northmen, Death and Fire, Assator, natürlich Twilight of the Thunder God, und so weiter und so fort, Shield Wall. Ja, da gibt es wirklich gute Lieder. Aber ein Album, wo man wirklich sagen kann, das ist durchweg dafür geeignet, schwierig, weil zu viele etwas ruhigere und auf melodisch gemachte Dinger dazwischen sind. Und das macht es schwierig. Aber trotzdem generell Amon Amarth eine der besten Bands für einen Sport, wenn man sich dann die entsprechenden Lieder raussucht. Nur von Alben her wird es schwierig. Cannibal Corpse ist genau das Gegenteil. Die haben auch Lieder, die hervorragend geeignet sind für einen Sport, weil sie brutal schnell, hart sind. Priest of Sodom, Rancid Amputation, Make Them Suffer, Headlong into Carnage und so weiter. Hervorragend geeignet, aber viele Lieder sind zu, ich sag mal, kakophonisch. Die haben eine Musikstruktur oder einen musikalischen Aufbau, der streckenweise so unregelmäßig ist, dass du wirklich bei der Übung ein bisschen aus dem Takt kommst. Aber auch da, wenn man sich die richtigen Sachen raussucht, sind die gerade für schwere Übungen richtig, richtig gut. Nur halt auch da, ein einzelnes Album, das man wirklich so durchgängig hören kann, dafür schwierig. Das wollte ich eigentlich auch mal so nachholen. Gut. Kommen wir zur nächsten Empfehlung meinerseits als Album. Hab das gewählt, weil es das letzte Album ist, das ich dieses Jahr vermutlich noch bekomme.
Beziehungsweise es ist heute angekommen und ich denke mal nicht, dass in den nächsten Tagen, obwohl ich einiges bestellt habe, noch was auftaucht. Deswegen wollte ich euch das hier mal zeigen. Malphas. Die Incantation. Malphas werden wahrscheinlich den meisten nichts sagen. Ist eine relativ junge Black Metal Band aus der Schweiz. Gibt es erst seit, also wir lügen, 2014. Das erste Album und bis jetzt auch das einzige Album aus dem Jahre 2017. Ist also auch schon ein bisschen her, habe ich dieses Jahr aber auch erst entdeckt. Wie habe ich die gefunden? Ich habe generell mal ein bisschen geschaut, was gibt es denn da so in der Schweiz? Und wer die letzten Videos so ein bisschen verfolgt hat, wird feststellen, dass mir die Schweizer Gruppe Rotze sehr zugesagt und dass ich die sehr gut finde. Und die teilen sich mit Malphas den Gitarristen, den Raven. Generell ist die Schweizer Black-Metal-Szene eher, sagen wir, überschaubar. Was natürlich auch daran liegt, dass die Schweiz jetzt nicht unbedingt mit einer riesigen Population glänzt. Einer sagen, ja, tut Finnland auch nicht. Ja, aber in Finnland ist gefühlt jeder Finne auch in 5 verschiedenen Metal-Bands. In der Schweiz ist das nicht so. Und deswegen überkreuzen sich da viele Sachen. So bin ich auf die geraten. Oder bin ich an die geraten. Vom Stil her sehr, tatsächlich auch sehr finnisch. Das heißt, ruppig, simpel gehalten, sehr rockig. Ja, sehr rocklastig, sage ich jetzt mal, in Klammern. Das Album selber, ja, einfach gehalten, zum Pappschuber. Aber dafür finde ich die CD, ist recht schön gestaltet, mal in weiß. Ist auch nicht so häufig verwendet. Bei Malphas muss man ein bisschen gucken. Es gibt sehr viele Malphas. Mir ist aufgefallen, es gibt, wenn mich jetzt lügen lässt, mindestens 5 Bands, die Malphas heißen. Aber nur eine kommt aus der Schweiz. Also, hier sieht man es auch im Logo. Das wird richtig lustig, von denen mal einen Aufnäher oder so zu finden. Aber das Album definitiv sehr gut. Wie gesagt, die letzte CD, die bei mir jetzt angekommen ist dieses Jahr, bestellt habe ich richtig viel. Ich würde natürlich auf Konzerten mir die CDs am ehesten kaufen oder die Alben am ehesten kaufen, aber ja, wisst ihr selber. So. Und so wahnsinnig viele kommen ja nun auch nicht hierher. Von daher kommt man großenteils um das Bestellen gar nicht herum. Wo wir gerade dabei sind, ich kann jetzt schon mal eine Ankündigung machen. Von einer CD, die ich euch definitiv noch zeigen werde, weil die sofort so eingeschlagen hat bei mir, als ich sie gehört habe, dass ich sie zeitnah noch kaufen werde. Und sobald die da ist, schon mit Ankündigung, stelle ich die euch vor. Das ist von Hoffmod, die Dödens Vermascher, kommt aus Norwegen. Gibt es noch nicht sonderlich lange, das Album ist rausgekommen 2019. Zur Übersetzung, Hoffmod übersetzt Stolz, Dördens Vermascher, Todesbildung. Nicht norwegisch, sondern tatsächlich dänisch, überraschenderweise. Was, warum die das machen, weiß ich nicht. Beides Norweger, also 2 Mann. Und die werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Und da ist jetzt schon eine ganz große Hörempfehlung für die raus. Weil die, erstes mal wieder so richtig schöner, brachial, kalter, dunkler, Krach, Black Metal aus Norwegen, so wie der da klingen muss. Und die zeige ich euch, sobald sie da ist. Versprochen.